Ja, dann begrüße ich Sie alle mal recht herzlich zur mittlerweile 14. Vorlesung in der mathematischen Statistik im Wintersemester 23/24. Wir waren stehen geblieben beim Begriff der Suffizienz. Ich habe ein bisschen was auf die Folie geschrieben dazu. Wir nehmen jetzt unsere ganze Stichprobe und stecken sie in eine einzelne Zufallsvariable und sagen, ausgehend von dieser Rn-wertigen Zufallsvariable wollen wir dann eine Schätzung von unserem Parameter Theta, unseres Wahrscheinlichkeitsmaßes Wθ, was zugrunde liegt bei der Zufallsvariable x, vornehmen. Das heißt, wir haben eine Rn-wertige Zufallsvariable x mit Px gleich Wθ für ein Theta aus Großtheta, und Großtheta ist eine Teilmenge von R. Gesucht ist eine Schätzung t von x, von groß x von Theta. Das ist keine Einschränkung im Vergleich, was wir bisher gemacht haben, weil Sie können einfach die ganze Stichprobe nehmen, zusammenstecken in einen langen Vektor und dann wählen Sie das n eben passend. Also n muss ja auch nicht das gleiche sein wie der Stichprobe. Und das Ziel ist jetzt, unsere Daten zu vereinfachen, und wir vereinfachen unsere Daten, indem wir anstelle unseren Rn-wertigen Vektor x einen Rm-wertigen Vektor betrachten mit m kleiner n oder möglichst m kleiner n. Und um von x auf, von diesem Rn-wertigen Zufallsvariable x auf den Rm-wertigen Zufallsvektor zu kommen, nehmen wir eine Abbildung s. Und wir wollen ein s von Rn nach Rm finden, so dass wir statt unsere Vorhersage von Theta ausgehend von x, unsere Vorhersage von Theta genauso gut von s von x machen können. Und weil s von x eine kleinere Dimension hat, ist die Hoffnung, da ist es einfacher, eine Vorhersage zu finden. Und dazu fordern wir, dass s von x alle zur Vorhersage von Theta nötigen Informationen enthält. Das heißt, wir haben das dann beim letzten Mal gesehen, wir präzisieren das dahingehend, dass die bedingte Wahrscheinlichkeit von bei wahren Parameter Theta, dass x in einer Menge b liegt und dass unter Bedingung, dass s von x einen Wert klein s annimmt, nicht von Theta abhängt. Und das muss dann für alle b gelten, aber eben auch eigentlich für alle klein s aus Rm. Und was dieses alle heißt, kommt gleich noch. Okay, da waren wir stehen geblieben. Da mache ich jetzt weiter. Und da schreibe ich erstmal die Definition hin, die ich beim letzten Mal nicht mehr hinschreiben konnte. Gerade noch 2 Minuten übrig waren, aber ich eher 4 Minuten zum Hinschreiben brauche. Jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Licht. Tageslicht wäre vielleicht nicht schlecht. Tageslichtprojektor schiebe ich noch ein bisschen beiseite. Und dann schreibe ich mal eine technische Definition hin, wobei so technisch ist sie gar nicht. Ist die Definition 4.4. Also Theta sei eine Teilmenge von R, sei Großtheta Teilmenge R. Und Wθ, Theta aus Großtheta, Familie von W-Maßen auf R und Bn. Dann unsere Zufallsvariable x sei Rn-wertig mit Verteilung Wθ. Sei x Rn-wertige Zufallsvariable mit Px gleich Wθ für ein Theta aus Großtheta. Nachher machen wir ein Allquantor über diese Kleintethas. Und jetzt der zentrale Begriff. Die messbare Funktion s von Rn nach Rm heißt suffizient für Theta. Also eine messbare
S von RM nach RM heißt suffizient für Theta. Falls für alle B aus Bn eine von Theta unabhängige Festlegung von bedingter Wahrscheinlichkeit bei wahren Parameter Theta von x aus B gegeben S von x gleich Punkt möglich ist. Aus Bn eine von Theta unabhängige Festlegung. X-Element B gegeben S von X gleich Punkt. Möglich ist. Okay, das ist die Definition. Können Sie es mal scharf angucken und sich überlegen, was bitteschön heißt es? Was bitteschön ist eine von Theta unabhängige Festlegung von Wahrscheinlichkeit bei wahren Parameter Theta, x Element b gegeben, s von x gleich Punkt. Dabei muss man sich überlegen, was soll denn das hier sein? Was da steht, ist eine faktorisierte, bedingte Erwartung im maßtheoretischen Sinne. Also Sie kennen Maßtheorie, oder beziehungsweise aus der Wahrscheinlichkeitstheorie kennen Sie die allgemeine Definition der, also wir haben beim letzten Mal haben wir mit elementaren bedingten Wahrscheinlichkeiten gearbeitet. Hier arbeiten wir jetzt aber mit der allgemeinen Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit. Weil eben diese Wahrscheinlichkeit, dass s von x gleich ein Wert klein s sein annimmt, nicht unbedingt größer 0 sein muss. In den meisten Fällen oder für die meisten Zufallsvariablen wird es eher Wahrscheinlichkeit 0 haben, dass eine Einpunktmenge vorkommt. Und dann geht eben die Definition der elementaren bedingten Wahrscheinlichkeit schief. Jetzt, das Ding wurde ja abgeleitet von der allgemeinen Definition der bedingten Erwartung. Die bedingte Erwartung war, Sie haben eine Zufallsvariable gegeben, Sie bedingen auf eine Sigma-Algebra, die eine Teilmenge von der, oder eine Unter-Sigma-Algebra von der Sigma-Algebra auf den Wahrscheinlichkeitsraum ist, auf dem die Zufallsvariable definiert ist. Und diese bedingte Erwartung war dann eine neue Zufallsvariable, die messbar war, also reellwertig, die messbar war bezüglich der Sigma-Algebra, auf die sie bedingt haben im Urbildraum und dann B im Bildraum. Und die eben die Eigenschaft hat, dass wenn sie über Mengen aus der Sigma-Algebra, auf die sie bedingen, über solche Mengen integrieren, kommt das gleiche raus, wie wenn Sie die ursprüngliche Zufallsvariable integrieren. Das war unsere wahrscheinlichkeitstheoretische Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit. Dann genauso gut machen Sie eine Definition der bedingten Erwartungen, bedingten Wahrscheinlichkeiten, indem Sie sagen, dieses x-Element b ersetzen Sie einfach durch die Indikatorfunktion, das x in b ist. Und von dieser Zufallsvariable berechnen Sie die allgemeine bedingte Erwartung. Und dann hatten wir einen Satz, wenn Sie die Sigma-Algebra, also jetzt faktorisieren Sie auf Zufallsvariablen, wenn ich auf eine Zufallsvariable bedinge, bedeutet es, ich bedinge auf die Zufallsvariable, auf die Sigma-Algebra, die von dieser Zufallsvariable erzeugt wird, also die kleinste Sigma-Algebra bezüglich der diese Zufallsvariable messbar ist. Und wenn Sie das machen, dann können Sie diese bedingte Erwartung faktorisieren bezüglich der Zufallsvariable, auf die Sie hinten schreiben. Das heißt, Sie können sie als eine Funktion von der Zufallsvariable, die hinten steht, schreiben. Und genau das mache ich hier. Das heißt, das ist eine Funktion von S von X. Und jetzt muss ich eben eine Funktion finden, oder die Aussage ist jetzt hier, hier muss eine Funktion existieren. Also das ist eine Funktion
S von x ist ja in oder ist Rm-wertig, ne? Also ist eine Funktion von Rm, die Funktion geht von Rm nach d und da müssen Sie eine Funktion finden, so dass wenn Sie da in diese Funktion S von groß x einsetzen, dann kommt eine Version der bedingten Erwartung von x Element b gegeben S von x raus und zwar ganz egal, welches Theta zugrunde liegt. Also Sie müssen eine von Theta unabhängige Funktion finden, das steht hier drin. Okay. Fragen soweit? Im Moment noch nicht. Das ist aber auch schon das Schwierigste. Natürlich noch nicht ganz das Schwierigste. Also, wie geht es jetzt weiter? Ich möchte als nächstes kommt der Satz von Rao Blackwell, der sagt, das Ganze bringt überhaupt was in dem Sinne, dass wenn Sie eine suffiziente Statistik haben, also eine Funktion S von Rm nach Rm, dann und einen beliebigen Schätzer, dann finden Sie einen Schätzer, der nur von S von x abhängt. Also Sie haben einen beliebigen Schätzer, der von x abhängt. Sie finden einen Schätzer, der nur von S von x abhängt und der besser oder mindestens so gut ist wie dieser Schätzer. Mindestens so gut in dem Sinne, dass der mittlere quadratische Vorhersagefehler des neuen Schätzers kleiner gleich als dem mittleren quadratischen Vorhersagefehler des alten Schätzers ist oder des gegebenen Schätzers. Warum klappt es? Das klappt ganz einfach, weil Sie können von dem, oder wo kommt dieser Schätzer her? Sie bilden von dem neuen Schätzer den bedingten Erwartungswert bei gegebenen S von groß x. Dieser bedingte Erwartungswert ist ja, können Sie schreiben, als faktorisierter bedingter Erwartungswert, Sie setzen S von x ein. Das heißt, der ist, da haben Sie gerade so eine Funktion von S von x dann. Und so eine Erwartung ist immer im mittleren quadratischen Sinne näher dran an der Konstanten als der zufällige Wert. Das ist das, was dahinter steckt und das gibt den Satz von Rao Blackwell. Also scheint auch schon so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht genau von wann er ist, aber scheint auch schon ein bisschen älter zu sein, weil eigentlich ist es komplett trivial. Bisschen technisch, aber eigentlich komplett trivial. Das ist Punkt 1, was wir jetzt machen. Das machen wir heute noch. Und dann stellt sich allerdings die Frage, wie finden Sie suffiziente Statistiken? Und da stellt sich raus, Sie können die Dichte scharf angucken und es an der Dichte ablesen. Und das ist das Neyman-Kriterium. Das gibt dann den zweiten Satz, der uns sagt, hinreichendes Kriterium gibt, wie muss die Dichte aussehen, dass das S von x suffizient für oder S suffizient für Theta ist. Also die Dichte von x in dem Fall. Und der Satz hat dann einen Beweis, der ein bisschen anspruchsvoller ist oder technisch. Liegt aber, glaube ich, daran, weil ich ihn eben direkt mit bedingten Erwartungen mache und nicht irgendwie mit bedingten Verteilungen oder bedingten Dichten. Also eigentlich ist er wahrscheinlich auch nicht schwer, aber ich mache es eben. Wir haben den Begriff der bedingten Dichte nicht eingeführt, also mache ich es auch nicht mit bedingten Dichten. Ich mache stattdessen dann mit bedingten Erwartungen. Und da muss ich so ein bisschen rumspielen mit den bedingten Erwartungswerten. Und da werden Sie sehen, da wird man so ab und zu so ein... Das eine Kaninchen auf den Hut zaubern, das zweite Kaninchen auf den Hut zaubern und am Schluss hat man lauter Kaninchen und der Beweis ist erledigt. Also. Aber... Das machen wir dann nächste Mal. Gut, soweit schon alles verraten. Jetzt kommt das, was Sie nächste Woche in den Übungen eigentlich machen. Es gibt ein nettes kleines Lemma. Wenn S suffizient ist für Theta, dann ist immer der bedingte Erwartungswert von einem T von x gegeben, S von x gleich Punkt, unabhängig von Theta. Es gibt Lemma 4.2. Sei S suffizient für Theta. Und sei F.
messbar und integrierbar. Integrierbar in dem Sinne, dass der Erwartungswert von Betrag von f und x klein und endlich ist. Da ja Theta oben ein Wert aus Großtheta ist, soll das für alle Theta gelten. Weil der Erwartungswert bei wahren Parameter Theta von f und x sehr klein und endlich für alle Theta aus Theta. Und dann ist die Aussage, dann existiert eine von Theta unabhängige Festlegung von bedingten Erwartungswert bei wahren Parameter Theta von f von x gegen s von groß x. Okay, warum soll das gelten? Naja, ganz einfach. Nehmen Sie mal an, f ist eine Indikatorfunktion zu einer Menge. F ist ein 1b, Indikatorfunktion zur Menge b. Dann ist der bedingte Erwartungswert von f von x gegeben s von x gleich Punkt gerade diese bedingte Wahrscheinlichkeit. Und diese bedingte Wahrscheinlichkeit war nach Definition der Suffizienz unabhängig festlegbar von Theta. Und wir haben es. Und dann ist der Trick zu zeigen, okay, aufgrund diesem bedingten Erwartungswert von Indikatorfunktionen können Sie den allgemeinen Erwartungswert konstruieren. Ähnlich wie beim schrittweisen Aufbau des Integrals. Alter Beweis. Wegen Erwartungswert 1b. Parameter Theta gleich P Theta und X Element B. Das ist X gleich Punkt. Folgt Behauptung für F gleich 1b unmittelbar aus Definition 4.4. Und jetzt ist eben das Vorgehen analog zur schrittweisen Definition des Erwartungswertes, was Sie hier für faktorisierte bedingte Erwartungen machen, lässt sich daraus die Behauptung für allgemeines F folgern. Also Sie wissen, die bedingte Erwartung oder auch die faktorisierte bedingte Erwartung erfüllt ja sowas wie eine Linearität. Also da müssen Sie nur ein bisschen aufpassen mit den Ausnahmemengen, also es ist nicht genau linear, sondern es geht ja nur bis auf Ausnahmemengen, aber das macht hier nichts. Dann sehen Sie, Sie haben die Aussage sofort für nicht negativ einfache Funktionen. Dann approximieren Sie eine allgemeine nicht negative Funktion von unten durch nicht negative einfache Funktionen. Dann brauchen Sie sowas wie den Satz von der majorisierten Satz von der dominierten Konvergenz für faktorisierte bedingte Erwartungen. Das ist aber nicht weiter schwierig, das wird die Zahl sein, was Sie in den Übungen zeigen. Und wenn Sie das dann haben, haben Sie die Aussage für nicht negative einfache Funktionen und dann den allgemeinen Fall zerlegen Sie die Funktion nochmal in positiv und negativ Teil und nehmen nochmal die Linearität zum Vergleich. Weil der Trick ist, sich klar zu machen, dass sowas wie eine monotone Konvergenz auch für faktorisierte bedingte Erwartungen gilt. Und das gilt eben, weil die faktorisierten bedingten Erwartungen letzten Endes zurückgeführt werden auf irgendwelche Integralbedingungen. Und bei den Integralbedingungen können Sie die ganz normalen Satz von der monotonen Konvergenz anwenden. Gut.
Also ich schreibe es nur so hin, analog zur schrittweisen Definition des Erwartungswertes. Aber hier eben für faktorisierte bedingte Erwartungen. Lässt sich daraus die Behauptung für allgemeines F machen. Und das machen Sie nächste Woche in Übung. Gut, Fragen soweit? Ich sehe keine. Und mit der Vorarbeit können wir sofort den Satz von Frau Blackwell beweisen. Wobei ich formuliere erstmal. Das ist den Satz. Der Satz 4.3. Satz von Raoul Blackwell. Sei S suffizient für Theta und T von X eine Schätzung von Theta. Schätzung von Theta, die, wo T von X integrierbar ist für alle Theta, also mit Erwartungswert bei der Oberanfrage wieder Theta im Betrag von T von X. Endlich alle Theta aus Theta. Und die Aussage ist, dann existiert eine Schätzung T-Schlange von S von X. Mit der Eigenschaft, der mittlere quadratische Fehler bei der Vorhersage von Theta durch T-Schlange S von X. Das heißt, der Erwartungswert, also ein Parameter Theta von T-Schlange S von X minus Theta zum Quadrat. Das Ding ist kleiner gleich als der mittlere quadratische Fehler bei der Vorhersage von Theta durch T von X. Der Erwartungswert war auch nochmal Theta von T von X minus Theta zum Quadrat. Und für alle Klein Theta aus Groß Theta. Und im Falle, dass T von X erwartungstreu für Theta ist, so kann auch dieses T-Schlange S von X als erwartungsvoll von T von S gefunden werden.
im Falle T von x Erwartungstreue für Theta. Kann auch die Schlange S von x Erwartungstreue für Theta gewählt werden. Also, wenn wir wissen, unser S ist suffizient und wir suchen zum Beispiel einen gleichmäßig besten erwartungstreuen Schätzer, dann können wir uns auf die Schätzer der Form T-Schlange von S von X beschränken. Weil der gleichmäßig beste erwartungstreue Schätzer, oder es wird einen geben, der auch diese Form hat. Weil das ist ja dann gerade die Varianz von dem Schätzer, ne? Und das ist die Varianz von T-Schlange S von X. Und es bringt halt was, weil wenn das M sehr viel kleiner als das N ist, kann das Schätzproblem im Prinzip einfacher sein. Gut. Ich wisch mal, dann mache ich den Beweis. Sie können sich überlegen, ob Sie bis dahin eine Frage haben. Fragen soweit? Dann kommen wir zum Beweis. Das ist wieder eine Prüfungsfrage, also ich schaue mal wieder nicht in mein Skript. Wie geht's? Naja, ich habe ja eigentlich schon erzählt, wie es geht. Wir gucken uns einfach den bedingten Erwartungswert von t von x bei gegebenen s von x an. Faktorisieren das bezüglich dem Wert von S von X, das ist unser T-Schlange. Also nach Lemma 4,4, nee, Lemma 4,2, ne? Wenn der Satz 4,4 ist, muss es vorher Lemma 4,2 gewesen sein. 2. Ich definiere vielleicht eine T-Schlange. Und klein s, das ist die bedingte Erwartung bei wahren Parameter Theta von t von x gegeben s von x gleich s. Also das ist jetzt eine Version dieser bedingten Erwartung und diese Version kann ich festlegen unabhängig von Theta. Nicht von Theta ab.
wenn Sie jetzt angucken, was gilt dann für, dann gilt auf was ich hinaus will, ist natürlich Schlange von S von X. Naja, wenn Sie die faktorisierte bedingte Erwartung wieder das, auf was Sie eigentlich bedingen, einsetzen, kommt einfach die bedingte Erwartung raus. Das heißt, das ist der bedingte Erwartungswert über ein Parameter Theta von T von X gegen S von X. Und das gilt jetzt für alle Theta aus Theta, weil das war ja die faktorisierte bedingte Erwartung. Ich kann ja eine Version wählen, die die faktorisierte bedingte Erwartung für alle Theta ist. Das Ganze existiert, oder die ganze Sache kann ich machen, weil ich eben auch die Integrierbarkeit von T von X vorausgesetzt habe. Ich stelle mir sicher, dass das Ding überhaupt, die beiden überhaupt existieren. Und jetzt gucken wir uns an, was gilt dafür und erfüllt. Naja, angucken möchte ich ja den bedingten Erwartungswert über einen Parameter Theta von, ja, eigentlich soll der von T Schlange von S von X minus Theta zum Quadrat soll kleiner gleich als der andere sein. Ich fange direkt mit dem anderen an. T von X minus Theta. Und wir machen noch im Fall, dass das Ding quadratisch integrierbar ist. Und beachten Sie, wenn es nicht quadratisch integrierbar ist, dann ist die ganze rechte Seite in Satz 4, 3 unendlich und damit die Aussage trivial. Also ich kann mich auf den Fall begrenzen. Jetzt ziehen wir hier einmal die bedingte dieses T-Schlange S von X ab und addieren wieder dazu. Und T von X minus T-Schlange S von X plus T-Schlange S von X minus Theta. Dann multiplizieren wir das Quadrat aus, bekommen eine Summe von zwei Quadraten plus einem gemischten Term. Also haben wir den ersten. T von x minus t Schlange. Quadrat, dann den zweiten, die Schlange S von X minus Theta zum Quadrat. Und jetzt haben wir noch den gemischten Term und der gemischte Term ist 0. Dazu gucke ich mir den gemischten Term an. Bei dem gemischten Term kommt noch so ein Faktor, also Erwartungswert vom gemischten Produkt, kommt noch ein Faktor 2 vor nach der binomischen Formel. Faktor 2 kann ich, wenn ich zeigen will, dass es 0 ist, vernachlässigen. Also ich habe den bedingten Erwartungswert bei wahren Parameter Theta von T von X minus T Schlange. Und bei dem T-Schlange S von X kann ich ja direkt diese Formel einsetzen. Machen wir vielleicht mal. Den Erwartungswert bei wahren Parameter Theta von T von X. S von X. Und dann haben wir wieder das T-Schlange von S von X. Also wieder diesen bedingten Erwartungswert. Parameter Theta von T von X gegeben S von X. Also wir haben diesen ganzen bedingten Erwartungswert.
jetzt sehen Sie vielleicht, was man macht. Ein Standardtrick. Wir schreiben den Erwartungswert um als Erwartungswert der bedingten Erwartung gegeben S von X. Ja, wir geben S von X. Und dann ziehen wir einfach das raus, was messbar von S von X an. Also wir halten jetzt S von X fest. Dann ist der ganze zweite Faktor eine Konstante. Und wir ziehen es raus. Aus dem bedingten Erwartungswert. Also wir nehmen unseren Satz aus der Wahrscheinlichkeitstheorie. Dann bleibt noch der bedingte Erwartungswert übrig von dem ersten t von x minus Erwartungswert bei normalen Parameter Theta und E von X geben S von X und davon den bedingten Erwartungswert bei geben S von X und dann noch den insgesamt Erwartungswert zu. Und was wir hier angewandt haben, sind unsere Rechenregeln bedingten Erwartungswert. Kann mir vielleicht jemand von Ihnen sagen, was sind da die Voraussetzungen, die wir brauchen? Also warum dürfen wir das hier anwenden? Vorschlag? Was brauchen Sie für diesen Satz, wo Sie, also wir haben so, wir nennen sowas aus, ein bedingter Erwartungswert von x mal y gegeben, Sigma Algebra F ist x mal der bedingte Erwartungswert von y gegeben, Sigma Algebra F. Was brauchen wir an Voraussetzungen? X muss in den Bedingungen, also messbar sein bezüglich der Bedingungen. X muss messbar sein bezüglich dem, was wir bedingen. Das heißt, wir brauchen hier, dass das, was wir hier rausgezogen haben, messbar ist bezüglich S von X, aber das ist klar, ne? Weil der bedingte Erwartungswert von, das Ganze ist ja eine Funktion von S von X. Ne? Der Erwartungswert bei Parameter Theta von T von X gegeben S von X minus Theta ist F ist von X bemessbar. Das ist klar nach Definition. Das ist das eine. Brauchen wir noch was? Von dem Produkt von den beiden Zufallsvariablen, wovon wir die eine rausziehen wollen, muss endlich sein? Der Erwartungswert von dem Produkt muss endlich sein, das heißt, das Produkt muss integrierbar sein. Und das brauchen Sie eigentlich schon, damit Sie hier überhaupt den bedingten Erwartungswert hinschreiben können. Ne? Sonst wäre der ja gar nicht definiert. Also, sowas brauchen wir jetzt hier noch. Und jetzt, warum ist der Erwartungswert vom Produkt, also wir brauchen das Produkt, das integrierbar. Als weitere Sache, das ist das, was man leicht vergisst. Ne? Und natürlich, die Einzelnen müssen auch noch integrierbar sein, oder beziehungsweise die anderen müssen auch noch integrierbar sein, aber das ist hier klar. Ne? Das, was drinsteht, muss auch integrierbar sein. Aber das ist ja klar, weil t von x ja als integrierbar vorausgesetzt wird und der bedingte Erwartungswert ist nach Definition auch immer integrierbar.
Aber ich brauche eben das Produkt muss integrierbar sein. P von x minus Erwartungswert Theta von T von x gegeben S von x. Mal diesen bedingten Erwartungswert über ein Parameter Theta von T von x gegeben S von x. Und das ganze Ding muss integrierbar sein. Und ein Produkt integrierbar, ja, einfache Möglichkeit ist, Sie verwenden Cauchy-Schwarz, dann der Erwartungswert vom Betrag des Produktes ist gerne gleich der Wurzel aus dem Erwartungswert aus dem Quadrat des, oder nee, Wurzel aus dem Erwartungswert des Quadrats des ersten Terms mal Wurzel aus Erwartungswert vom Quadrat des zweiten Terms. Das heißt, Sie brauchen die einzelnen quadratisch integrierbar. Das heißt, wir brauchen den Erwartungswert von t von x zum Quadrat. T von x zum Quadrat. Ja, unendlich. Das war aber die Voraussetzung von meinem Fall. Ne? Und damit habe ich den ganzen. Also der ist ein quadratisch integrierbar, jetzt zeige ich noch, der ist quadratisch integrierbar, dann sind, dass das eine Konstante ist, der Faktor quadratisch integrierbar und das andere auch. Und jetzt brauche ich noch den Erwartungswert, war ein Parameter Theta vom Quadrat und Erwartungswert, da war ein Parameter Theta von t von x gegen s von x. Soll auch noch kleiner unendlich sein. Wie machen Sie das? Also, jetzt brauche ich, dass der bedingte Erwartungswert noch quadratisch integrierbar ist. Wann ist ein bedingter Erwartungswert quadratisch integrierbar? Wenn der Erwartungswert integrierbar ist? Wenn der Erwartungswert, also wenn die Zufallsvariable selber integrierbar ist, nee, muss nicht der bedingte Erwartungswert quadratisch integrierbar sein. Ne? Weil hier könnte ja t von x gegeben t von x stehen, für die gleiche Zufallsvariable. Aber wenn die ursprüngliche Zufallsvariable quadratisch integrierbar ist, das reicht aus, weil Sie können mit Jensen für bedingte Erwartungen können Sie das Quadrat reinziehen. Dann kommen Sie auf Erwartungswert von Theta, bei Erwartungswert von Theta von t von x Quadrat, gegeben s von x. Und das ist ja gerade der Erwartungswert. Da war ein Parameter Theta von t von x Quadrat. Aber der war ja klein und endlich. Ja, und jetzt sehen Sie, wenn Sie es noch scharf angucken, wir haben der eine ist gleich 0, aber bei dem davor, der hier ist ja ein Erwartungswert vom Quadrat, der ist größer gleich 0. Und dann haben wir in der Zahl gezeigt, der bedingte Erwartungswert war ein Parameter Theta von t von x. Minus Theta zum Quadrat ist größer gleich als der bedingte Erwartungswert über ein Parameter Theta und die Schlange S von x minus Theta zum Quadrat für alle Theta. Und das gilt natürlich auch im Falle, dass t von x Quadrat gleich nicht, dass der Erwartungswert von t von x Quadrat klein und endlich ist. Okay. Jetzt, wie sieht es mit der Erwartungstreue aus?
Also wenn t von x erwartungstreu für Theta ist, warum ist dann auch t Schlange von s von x erwartungstreu für Theta? Wir können den Erwartungswert einfach ausrechnen. Genau, das heißt, wenn Sie hier einen Erwartungswert bei Waren Parameter Theta ausrechnen, bekommen Sie auch den Erwartungswert von dem hier. Und was kommt dann raus? Genau, dann folgt aus der Turmeigenschaft, das ist einfach der Erwartungswert von t von x. Das ist einfach der Erwartungswert von t von x. Und damit wohl die Behauptung. Ja? Das ist richtig. Erwartungswert bei Waren Parameter Theta von t Schlange und s von x. Ist gleich Erwartungswert von wahren Parameter Theta vom Erwartungswert bei wahren Parameter Theta von t von x gegeben s von x. Und das ist halt, wir können Turmeigenschaft hinschreiben oder Eigenschaften. Ich weiß gar nicht, wer dieses Ding eigentlich Turmeigenschaft nennt. Ich habe das nie als Turmeigenschaft genannt, aber ich glaube, es stammt aus dem Buch von Klenke oder sowas. So, es gibt Leute, die bezeichnen das als Turmeigenschaft. Ich würde die Turmeigenschaft dazu sagen, ist einfach eine Eigenschaft der bedingten Erwartung. Aber man kann es tun, gell? Ich sehe auch keinen Turm hier. Also, das ist ja im Prinzip das ist die Definition der bedingten Erwartung sogar. Ne? Weil Sie wissen ja, der Erwartungswert ist einfach das Integral über ganz Omega. Integral über ganz Omega über den bedingten Erwartungswert. Omega ist in der Sigma-Algebra drin, die von S von x erzeugt wird. Ist ja das Integral über Omega t von x, was gerade der Erwartungswert der wahren Parameter Theta von t von x. Gut, ja, okay. Und ich bin fertig. Fragen dazu? Also ich würde sagen, eigentlich unter unserem Niveau, aber okay. Bisschen kompliziert hingeschrieben mit vielen, also wir brauchen halt unsere Rechenregeln. Wenn Sie die Rechenregeln aus der Wahrscheinlichkeitstheorie kennen, ist das ganze Ding komplett trivial, aber die müssen natürlich auch wissen. Das macht die Sache wieder so ein bisschen anspruchsvoller. Damit haben wir den einen Teil, also wir wissen, wenn wir Suffizienz haben, dann können wir Schätzer finden, die eben nur noch auf einem kürzeren Teil oder einem Zufallsvektor, der irgendwie kürzer ist, basieren. Jetzt ist die zweite Frage, wie finden wir so suffiziente Statistiken? Das ist der nächste Satz. Aber vorher mache ich 5 Minuten Pause zum Tafelwischen. Ich habe jetzt meine Uhr 10.39 Uhr, das heißt, ich mache weiter um 10.44 Uhr.
Ja, dann mache ich mal weiter. Wir kommen jetzt zu unserem nächsten Satz, der die Bestimmung suffizienter Funktionen ermöglicht. Und das ist Satz 4.4, das Namen. Also irgendwie vom Beweis her, aber das ist ein ganz anderes Kaliber als der Satz gerade eben. Den Satz gerade eben, den schreibe ich einfach unter den Beweis. Hier macht man irgendwelche Zaubertricks. Aber Sie werden sehen, wird ganz hübsch. Aber ich mache es diesmal nicht mehr, sondern erst beim nächsten Mal. Theta aus, also auch die Aussage ist eigentlich ganz schön. Theta aus Großtheta. Dass seine Familie von W-Maßen auf RnBn. Und wir nehmen jetzt eben an, diese Familie habe eine Dichte bezüglich einem sigmaendlichen Maß, was ich als μ vorgebe. Also μ ist ein sigmaendliches Maß. Maß auf RnBn. Könnte jetzt das Lebesgue-Borel-Maß sein, wie bei der Normalverteilung. Könnte aber auch irgendein C-Maß sein und dann bin ich bei den Verteilungen mit C-Dichte, zum Beispiel bei der Poisson-Verteilung. Dann für Theta aus für Kleintheta aus Großtheta existiere Ü-Dichte. Dichte W-Theta oder Ü-Dichte F-Theta. Rn nach R plus und W Theta. Dann haben wir unser S, was eigentlich unsere suffiziente Statistik sein soll. S von Rn nach Rn messbar. Und wenn Sie jetzt diese Dichte in der speziellen Form schreiben können, wenn Sie jetzt ein F-Theta von x als ein G-Theta von s von x mal ein R von x schreiben können, dann ist dieses S suffizient für Theta. Also existieren dann G-Theta geht von R oben m nach R plus. Und ein R geht von R oben N nach R plus messbar mit der Eigenschaft, dass ich eben schreiben kann, alle Kleintheta aus Großtheta, mein F-Theta von x ist ein G-Theta von s von x, oder ist es G-Theta von s von x? Mal R von x, da die Dichte nicht überall eindeutig festgelegt ist, sondern nur μ fast überall, muss es natürlich nicht überall gelten, sondern nur μ fast überall, für μ fast alle x aus Rn. Und dann ist die Aussage, so ist S suffizient für Theta.
Macht es Sinn? Ja, das macht schon irgendwie Sinn. Weil das Suffizient für Theta soll ja heißen, dass S eigentlich alle Informationen über Theta enthält. Aber wenn Sie es hier angucken, bei der Dichte, ist, oder das S von X, in der Dichte geht ja das Theta nur zusammen mit dem S von X ein. Während der zweite Teil ist eben hier, das R von X hat nichts zu tun mit Theta. Also relativ schöne Aussage. Bemerkung, man kann zeigen, die Bedingung in Satz 4.4 ist nicht nur hinreichend, sondern auch notwendig. Machen wir aber nicht. Man kann zeigen, die Bedingung in Satz 4.4 nicht nur hinreichend. Notwendig für S suffizient für Theta. Und ich habe hier dazu geschrieben, Vergleiche Witting. Also Sie können zum Beispiel in das Buch von Witting zur mathematischen Statistik reingucken. Oder in die Bücher von Witting. Da finden Sie was. Wir machen noch direkt ein Beispiel dazu, damit Sie mal sehen, braucht das Ganze überhaupt was? Beispiel. Wir gucken uns unser x an als n-Tupel von unabhängigen normalverteilten Zufallsvariablen, identisch normalverteilten Zufallsvariablen, wobei die Varianz fest ist und unser Erwartungswert ist unser Parameter. X gleich x1 bis xn. X1 bis xn. Unabhängig. N etwa Sigma Null Quadrat verteilt. Für Sigma 0 Quadrat, wo ist 0 fest? Ja, jetzt wollen wir uns die, das Neumann-Kriterium angucken. Dazu gucken wir uns die Dichte an. Also, und zwar Dichte bezüglich dem Lebesgue-Borel-Maß. Dann hat x bezüglich dem Lebesgue-Borel-Maß Dichte. Das wäre jetzt ein f Theta von x. Wie sieht die Dichte aus? Vorschlag? X, I sind unabhängig, das heißt, das ist einfach das Produkt der einzelnen Dichten. Die X, die sind unabhängig, das heißt, die gemeinsame Dichte ist das Produkt der Dichten der Randverteilung. Ne? Und die Randverteilung sind einfach normalverteilte Normalverteilungen. Ne? Das heißt, wir bekommen auf ein, und ich mache jetzt X auch, klein x1 bis klein xn, genauso. Kommen wir auf Produkt i gleich 1 bis n. Und da müssen wir eben noch die Dichte von der Normalverteilung hinschreiben. Also 1 durch Wurzel 2 Pi Sigma 0 mal e hoch minus. Dann haben wir hier die i-te Komponente, hat dann xi minus Theta zum Quadrat durch 2 Sigma 0. Dann haben wir das hier.
Und das wollen wir jetzt schreiben als ein G-Theta von S von X mal R von X. Ja, und Sie sehen vielleicht, wie man es macht. Ne? Wir ziehen erstmal diesen Faktor 1 durch Wurzel 2 Pi Sigma 0 hoch mit On raus. Ne? Und dann ziehen Sie eben das Produkt in den Exponenten der Exponentialfunktion als Summe rein. Und dann tun wir vielleicht gleich noch ausmultiplizieren. Das xi minus Theta zum Quadrat ist ja ein xi Quadrat minus 2xi mal Theta plus ein Theta zum Quadrat. Also wir kommen auf eine Summe minus Summe i gleich 1 bis n xi Quadrat durch 2 Sigma 0 Quadrat. Dann kommen wir auf ein von dem Inneren minus 2 mal xi mal Theta. Das, die minus 2 putzt sich mit dem minus und halb hier weg. Ne? Also gibt da ein Plus. Dann sehen Sie, dann kommen wir wohl, wenn ich mich hier nicht berechne, auf eine 1 durch Sigma 0 Quadrat. Mal Summe i gleich 1 bis n xi mal Theta. Und dann kommen wir noch auf ein minus n, also wir haben das Theta-Quadrat, so gehen wir auf, n mal, gibt ein minus n mal Theta-Quadrat durch 2 Sigma 0 Quadrat. Das müsste die Dichte sein. Und das wollen wir jetzt schreiben als ein G-Theta S von x mal R von x. Und Sie sehen, natürlich könnte ich jetzt S von x gleich x setzen. Ne? Und das R von x gleich 1. Und das G-Theta ist einfach die ganze Funktion hier. Ne? Aber dann hätte ich ja, dann würden Sie sehen, x ist suffizient für sich selber. Ne? Also das ist aber natürlich nicht besonders, keine Dimensionsreduzierung. Ne? Wir wollen es irgendwie ein bisschen eleganter machen oder ein bisschen mehr rausnehmen. Und das wäre jetzt die Möglichkeit für Ihren Beitrag hier. Wie wählen Sie R von x, wie wählen Sie G-Theta, wie wählen Sie S von x? So, dass natürlich S von x sollte möglichst viel komprimieren. Ne? Am besten wäre S von x bildet nach R ab. Und dann soll eben das, was Sie als S von x identifizieren, daraus sollen Sie, wenn Sie noch Theta reinstecken und dann noch multiplizieren mit einem Teil, der nicht von Theta abhängt, soll genau die Dichte rauskommen. Okay. Wie machen Sie das hier? Ich hätte S von x, die Summe von i gleich 1 bis n x i genommen. Okay, der erste Vorschlag mit S von x gleich, fangen wir damit mal an, Summe i gleich 1 bis n x i. Jetzt müssen Sie eben sagen, was ist hier g Theta von, sagen wir vielleicht von u, und was ist r von x? Also wir brauchen sowas, g Theta von u. U gleich und R von x gleich. Und wenn Sie eben dann G-Theta von der Summe der xi bilden, mal R von x, soll die obige Formel rauskommen. Also eigentlich ist es einfach, Sie tun eben alles, was nicht von Theta abhängt, stecken Sie, also Sie sehen ja, das gibt ja, das ist ja e hoch eine Summe, ne? Das gibt ein Produkt von drei Exponentialtermen und dann haben Sie noch ein viertes Term und dann alles, was nicht von Theta abhängt, multiplizieren Sie zusammen und nehmen es als R von x. Was hängt denn hier alles dann nicht von Theta ab? Der Faktor vorne und die erste Summe. Das heißt, wir nehmen dieses 1 durch R von x, das ist ganz einfach. 1 durch Wurzel 2 Pi. Das
mal 0 hoch n, der Faktor vorne und der erste Exponentialterm mal Exponent von minus i gleich 1 bis n. Xi Quadrat durch 2 Sigma 0 Quadrat. Also wir haben das. Und jetzt den Rest, dann kriegen Sie noch so einen weiteren Exponentialterm. Ne? Und dann sehen Sie in dem weiteren Exponentialterm Tau x nur noch als s von x auf. Ne? Und dann ersetzen Sie einfach in den weiteren Exponentialterm das s von x durch u. Das heißt, wir kommen hier noch auf ein Exponentialterm. Wir müssen es gar nicht als zwei Produkte schreiben. Dann kommen wir auf u mal Theta durch Sigma 0 Quadrat. Minus n mal Theta durch 2 Sigma 0 Quadrat. Dann sind wir hier. Und damit haben wir es geschafft. Ne? Und jetzt haben wir das, was wir haben wollen, weil wir haben unser Absatz 4,4. Wir haben unser g-Theta, hängt von Theta ab, geht von rm nach r plus, m ist in dem Fall 1, und geht nach r plus, ist richtig. Wir haben unser r, geht von r oben n nach r plus, ist auch richtig, wir setzen unser ganzes x ein und wir haben f-Theta von x lässt sich schreiben als g-Theta von s von x mal r von x. Und s ist eben unser, geht von rn nach r, unser N-Tuppel wird abgebildet auf die Summe der xi. Und dann sehen Sie mit Satz 4,4, hier folgt s von x gleich Summe i gleich 1 bis n. I ist suffizient für Theta. Und wir haben gezeigt, wenn wir bei einer, also wir wissen ja schon beim N-Tuppel von so einer Normalverteilung, der gleichmäßig beste Schätzer ist eigentlich das arithmetische Mittel der xi, der gleichmäßig beste erwartungstreue Schätzer, haben wir schon mal gezeigt, beziehungsweise ich habe nicht alle Voraussetzungen nachgerechnet, aber was wir jetzt hier als Satz hätten, der gleichmäßig beste erwartungstreue Schätzer ist eine Funktion der Summe. Wir könnten uns darauf beschränken. Ich weiß nicht, ob uns das groß weiterhelfen würde, aber... Ja, theoretisch könnten wir jetzt quasi auch sagen, dass das arithmetische Mittel quasi suffizient ist. Wir könnten genauso das arithmetische Mittel der, als suffizient nehmen. Also ist klar, Sie können, wenn das Ding suffizient ist, Sie können es mit irgendwas, was unabhängig von Theta ist, multiplizieren. Ne? Und ist genauso suffizient. Ne? Ich könnte jetzt nicht problemlos das Quadrat nehmen, ne? Weil die x hier nicht negativ sind. Dann kann ich hier nicht die Wurzel richtig ziehen. Oder sowas. Also das wäre. Aber ich könnte auch irgendeine bijektive Funktion darauf anwenden, ne? Die Summe der. Aber das machen wir hinterher sowieso, ne? Also wir schätzen unser Schätzer dann irgendeine Funktion, die wir darauf anwenden. Okay, Fragen soweit? Ja, dann sind wir an der erfreulichen Stelle, wo ich mit dem Beweis von Satz 4,4 anfangen kann und meine Zaubertricks beginnen oder so. Das Problem ist nur, ich bereite dann die ganzen Zaubertricks vor, die Pointen, ne? Und dann mitten drin kommt hier quasi der Gong, ne? Und die Zeit ist abgelaufen. Ne? Das tut ja so den Zaubertrick so ein bisschen ruinieren. Ne? Sie haben so die ganze Show und dann sage ich, jetzt sind Sie mal gespannt, was jetzt kommt und flups. Ne? Das ist also wie so ein Cliffhanger eigentlich, unter Umständen auch nicht schlecht. Aber ich habe einen weiteren Zaubertrick vorbereitet, nämlich ich nutze einfach die verbleibende Zeit, also es ist nicht so, dass Sie jetzt frei bekommen, da haben Sie sich getäuscht. Ich nutze die verbleibende Zeit und mache die Vorlesungsumfrage. Oder so. Und dazu schreibe ich Ihnen eine URL hin. Und Sie dürfen die dann in Ruhe ausfüllen. Ne?
Also ich finde es ja eigentlich voll daneben, ne? Dass man da nicht mal mehr Titel austeilt, sondern dass man hier hinten noch eine URL gibt. Jetzt muss ich auch noch deutlich schreiben. Also es ist ein T, dann eine 1, dann ein kleines P, dann ein DE. Aber das ist ja auch immer die gleiche, ne? LVE. Und die Losung, ist, die Sie dann brauchen, ist KLATR. Das heißt, Sie rufen diese Webseite mit Ihrem Smartphone auf und schon können Sie die Vorlesungsumfrage ausfüllen. Also ich erinnere mich noch, als ich hier vor 15, 16 Jahren angefangen habe, da habe ich noch meine Mitarbeiter gebeten, die kamen dann in den Raum mit den Zetteln und haben die ausgeteilt und ich bin dabei lang gegangen. Also das war der Standard, um sie nicht zu behindern. Aber jetzt können sie alles in Ruhe im Internet ausfüllen. Okay, und dann würde ich an der Stelle mich schon aus dem Staub machen, dass Sie in Ruhe die Sachen ausfüllen und sehe Sie dann wieder am Freitag. Danke. Sie haben eine Frage? Ich habe eine kurze Organisation. Ja, klar. Genau. Müssen wir uns jetzt zu den Prüfungen anmelden? Nein, wenn Sie die Modulprüfung, also Sie melden sich jetzt nur zu den Prüfungen an, die Sie dieses Semester schreiben. Wenn Sie die Modulprüfung, also, beziehungsweise wenn Sie die, die Gesamtmodulprüfung machen, ne? Also als Vertiefungsprüfung, ist es ja sowieso mündlich. Genau. Also schreiben Sie nichts, ne? Aber dann melden Sie sich dann, machen Sie dann Ihren Termin aus nach dem Semester. Und das können Sie auch beliebig viel später machen. Also da gibt es keine Begrenzungen. Also im Prinzip, ich muss noch am Leben sein, aber ich würde vermuten, ich habe noch so eine gewisse Lebenserwartung, aber man weiß es nie. Und ich muss noch auch Professor an der TU Darmstadt sein, ne? Das ist auch so eine Sache. Ne? Aber habe ich eigentlich nicht vor, da irgendwie den Abgang zu machen, so gesehen. Aber ich würde nicht unendlich lang warten. Ne? Wenn Sie wollen jetzt mal 50 Jahre warten, wäre vielleicht ja schwierig. Gut, dann Dankeschön.